Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer Folge von Minecraft Dragons, Folge 16 inzwischen. Und ich bin noch in der Vorproduktion und ich baue jetzt hier einen Berg ab, denn wir fangen jetzt richtig an mit der Schnitzeljagd für Fifi, damit er endlich mal seine Rüstung wieder bekommt. Und er halt, wie ich auch im letzten Mal schon mal wieder hatte, heute Abend live ist, eventuell macht er das dann auch da schon. Ich baue gerade einen Stopp extra, für diese Schnitzeljagd vor, und er muss halt sehr entschlüsseln. Ich habe auch schon was für ein Buch vorbereitet. Das werden wir auch noch nachher machen. Und ja. Weil hier soll so ein geheime Tempelruine oder so sein. Damit wir. Damit er nicht so ein bisschen denkt, yo, what the ist hier? Und wir unseren Spaß des Lebens haben. Natürlich. Und hier wird einmal auch eine Chest sein mit einem weiteren Buch. Wir werden auch noch ein paar Bücher machen müssen, weil ich habe halt nur kein Quill aktuell. Und es wird wieder dunkel natürlich. Deswegen gehen wir mal eben heute schlafen. So, sleeping bag. Dann bauen wir mal weiter ab. In der letzten Folge übrigens haben wir 5 weitere Herzen gemacht und uns die Drachenrüstung gemacht. Also schaut gerne jetzt vorbei, wenn ihr es hier verpasst habt, bin ich auf meinem Kanal. Ich muss aber noch Danke sagen für den krassen Support, weil plus 11 Abos in den letzten 28 Tagen vor meinem aktuellen Zeitpunkt ist schon crazy. Habe ich nicht mitgerechnet, auch generell mit den Aufrufszahlen für Dragons. Das gibt mir diese Motivation, dass ich weiter Dragons mache und auch weiter solche Projekte in der Zukunft. Und ja. So, bisschen wieder Terraform, man kennt's. Irgendwie liebt man's nicht, aber irgendwie auch schon. So, dann hole ich ein bisschen Stuff von zu Hause. So, zu Hause angekommen. Würde ich gerne mit Bambu-Fans auch arbeiten. Generell mit ein bisschen Bambus. Ich habe das nicht mehr so viel Bambus, deswegen gehen wir gleich Bambus farmen. Da gehe ich gleich Bambus farmen, ich weiß nicht, ob ich euch mitnehmen soll. Dann nehme ich Oak Leaves mit, definitiv. Damit es ein bisschen grün wirkt. Ein Grasblock, ein Dirt. Ich werde ein bisschen AFK hinstellen. Die Zeit, die ich noch habe. Dass das einfach wächst. Ich glaube, Moos nehme ich nicht mit, oder? Nee. Und dann habe ich hier noch irgendwas, was man da machen kann. Ja, Gras, dann nehme ich mal ein bisschen Bones mit. So. Bauen wir. So, habe ich hier noch irgendwas Spezielles, was ich mitnehmen könnte? Ein bisschen Spruce Log mit. Vielleicht werde ich das ja brauchen, um irgendwas zu bauen. Ein paar Slabs. Und nochmal vielleicht 6 Spruce Planks. Dann brauche ich weiterhin noch ein weiteres Buch. Habe ich denn Ink Sacks? Nein, natürlich nicht. Kann ich mir aus Kohle Inksacks herstellen? Dass ich schon öfters gesehen habe, was mal funktioniert. Nope, ich guck mal kurz nach. Inksack. Ja, okay, von einem Kraken ergibt Sinn. Ich habe mal Inksacks bekommen. Ich die hier nicht hingepackt. Ah, ich habe doch. Oh. Ja, was ein Stack, Alter. Das ist ja ein bisschen belastend. Ich habe keine Federn. Ja, wenn wir gleich nochmal Federn holen gehen. Bücher habe ich genügend. Und ja, dann würde ich sagen, ich kümmere mich um Federn und um Bambus und dann sehen wir uns gleich wieder an der Position. So, nach einigen quälhaften Versuchen, Vögel zu töten und Bambus zu holen, sind wir jetzt wieder am Start. Ich habe extra Holz mitgenommen, jetzt können wir jetzt schön Crafty-Tail machen. Ey. So. Also, aus dem Bambus, da würde ich irgendwas... Was machen wir am besten aus dem Bambus? Schon nachgeguckt, dass es gibt interessante Blöcke. So einfach. Bin ich nicht dabei. Wie schön. Bamboo Flooring Block. Bambus ist interesting, auf jeden Fall. Okay, Bucknet. Interesting. Ja, das war's auch schon.
Dann würde ich eben noch Strings holen, dann machen wir uns auf. Oh, dann machen wir uns eben das. Wenn ich wüsste, es war so, ne? Ah, ja, so. Dann haben wir die decorated Dinger. Wir können uns hier ein bisschen Bambus nehmen. Das hier rumballern. Und haben einige Blöcke. Perfekt. Und ich würde sagen, sehen wir uns wieder in dem Ort des Geschehens. So, sind wir wieder am Start. Wenn wir jetzt hier ein bisschen ausbauen, damit es ja ein bisschen schick aussieht. Wir werden natürlich auch darauf achten, dass es nicht von außen erkennbar ist. Dann wirklich nur der Eingang, der eventuell auch noch ein bisschen verdeckt wird. Ich möchte ja auch ein bisschen Naturelemente einbauen. So, Bambusblock sieht schön aus, finde ich. Und ja, brauche ich dann ein paar Bambus-Fences. Wie stellt man die her? So. Okay, wie ein Schild eigentlich. Also. Dann mache ich davon einige mehr. So, kann noch hier raus welche machen. So. Dann die Tiki-Torch ist auch schon mal in der Hand nehmen. Denn das hier ist ja ein schöner Platz. Und ja. Man kann auch daraus links machen. Nice. So, wir werden uns jetzt aber erstmal eine normale Chest. Ich weiß gar nicht, gibt es von Frame eine Chest? Das finden wir jetzt heraus. Ja, natürlich gibt es eine Frame Chest. Das ist doch selbstverständlich. So. Da kommt dann ein Book and Quill hin. Da muss ich aber noch mal kurz was generieren lassen und dann machen wir das. Das, was ich hier offen habe, ist jetzt noch in normal. Und diesen normalen Text werde ich jetzt mit einer Cäsar verschlüsseln. Sagen wir nur eine Verschiebung der Buchstaben. Und verschlüsseln wir jetzt. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier einfügen. Das kann ich nicht, natürlich nicht. Dann machen wir das halt per Hand. Ich schreibe das mal kurz ein. Bis gleich. So, Alter, das sollte es jetzt sein. Dann mache ich hier noch damit gezeichnet. So. Das hier ist jetzt verschlüsselt. Ich werde euch dann wahrscheinlich, wenn Fifi das aufgelöst hat, auch mal sagen, was das bedeutet. Zweite Botschaft. So. Dann, Leute, werden wir es hier natürlich noch verschönern. Das ist ja selbstverständlich. Und wir werden eben schlafen gehen, denn ich habe ein bisschen lange geschrieben. So um die 5 bis 10 Minuten. Weil das schon sehr aufwendig ist, das alles abzuschreiben. Besser abschreiben als irgendwas anderes. Mal was sagen dazu. So, mache ich hier noch ein paar Art Risse in die Decke. Dann kommt hier in den Rissen Blätter rein. Ich muss sagen, ein bisschen Natur kann hier auf jeden Fall auch hin. Also mit der Natur würde ich auch sagen, behaupten, dass man es dann besser erkennt. Ich meine, hier ist nicht sonst so viel naturell an einem Ort. Würde sich auch denken, was ist hier. Und ganz einfach, hier ist eine Challenge. Eine zweite, um genau zu sein. So. Dann ist hier die Landeplattform mäßig. Und dann kommt hier das so rein. So, dann bauen wir ihn noch ein bisschen ab. Dann brauche ich hier noch ein bisschen Bambusboden hin. So, 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 so. Dann kommen hier Bambus-Tiki-Fackeln hin. Und ich muss sagen, das gibt doch ein ganz schickes Bild hier.
Vor allem was den Naturaspekt angeht. Ich würde das jetzt tatsächlich wegmachen. Hier würde ich es lassen. Und ja, dann würde ich sagen, schicken wir Fifi auf jeden Fall auch nochmal einen weiteren Brief an seine Postadresse. Naja, ich mache mich dann auf und schreibe das Buch für ihn. So, da packen wir das gute Zeichen Tom hin. Wir machen hier erst Botschaft. Dann gehen wir zu Fifi, ja, senden hier das rüber. Und dann weiß er, was zu tun ist. Und ich sage, das war wieder 16. Folge von Minecraft Dragons. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von der Schütze sagt, Action sehen wollt oder mehr von Fifi Sachen klauen und die dann verstecken und eine richtige Story draus machen, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Für mehr, schreibt mir in den Kommentar, was ihr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Leider.